Eine Au-pair-Erfahrung ist nicht nur eine Bereicherung in dem Bereich der Kinderbetreuung, sondern bietet viele Fähigkeiten, die du in deinem Lebenslauf aufschreiben kannst. Doch wie platzierst du deine Fähigkeiten so, dass potenzielle Arbeitgeber beeindruckt von dir sind? Wir gehen jetzt ein paar clevere Möglichkeiten durch, wie du deinen Lebenslauf aufwerten kannst. Erster Punkt: Füge in deinen Lebenslauf ein, warum du Au-pair werden wolltest. Was auch immer deine Gründe und Ziele von deinem Au-pair-Abenteuer waren, erläutere sie in deinem Lebenslauf. Wenn es zum Beispiel dein Ziel war, mehr Erfahrungen in einer anderen Kultur zu sammeln, dann erwähne das auch so in deinem Lebenslauf. Erfahrungen in einem multikulturellen Umfeld kommen bei den meisten Arbeitgebern wirklich gut an. Brauchst du nochmal vielleicht eine kleine Erinnerung, warum du überhaupt Au-pair geworden bist? Hier haben wir fünf Gründe, warum es sich lohnt, Au-pair zu werden. Vielleicht kannst du davon ein bisschen Inspiration holen. Der zweite Punkt: Mach genaue Angaben zu deiner Au-pair-Erfahrung. Beschreibe deine Erfahrung wirklich so genau wie möglich. Gib das Anfangs- und das Enddatum deiner Reise an. Liste auch die Aufgaben und Verantwortlichkeiten auf, die du während dieser Zeit übernommen hast. Und gib zum Beispiel auch an, wie viele Kinder du hattest und wie alt sie waren. Gib auch die Sprachkurse an, die du während deiner Zeit besucht hast. Je genauer du bist, desto besser kann es beim Arbeitgeber ankommen. Besonders, wenn du in so eine Richtung der Kinderbetreuung gehst. Dann ist es besonders wichtig, dass du sagst: Ich hatte drei Kinder und sie waren alle unter 5 Jahren alt. Dann kann man nämlich sehen, dass du schon wirklich viel Erfahrung hast, mit kleinen Kindern zu arbeiten. Spreche auch über übertragbare Fähigkeiten. Welche deiner Au-pair-Fähigkeiten sind möglicherweise auf andere Jobs übertragbar? Ja, du denkst jetzt wahrscheinlich: Ja, ich habe auf Kinder aufgepasst und im Haushalt geholfen. Und vielleicht klingt das auch nicht so relevant für einen Bürojob, aber du musst etwas weiterdenken. Wenn du etwas genauer hinsiehst, hast du eine Menge Fähigkeiten erworben, die zum Beispiel auch für einen Bürojob gut sind. Du hast zum Beispiel gelernt, wie du einen Tagesablauf organisierst. Du hast gelernt, wie du zusammenarbeitest. In deinem Fall mit Gasteltern, das kann man auch genauso mit Kollegen so sehen. Und du hast auch gelernt, wie du Aufgaben priorisierst. Der nächste Punkt ist: Identifiziere deine Hard- und Soft-Skills, die du als Au-pair gelernt hast. Zuallererst, was sind Hard- und was sind Soft-Skills? Hard-Skills sind Fähigkeiten, die man erlernt hat. Sie werden oft in der Schule durch Zertifizierung oder durch andere Berufserfahrungen erworben. Zum Beispiel Zehn-Finger-Tippsystem, Mathematik, Schreiben, Lesen und das alles. Soft Skills sind Eigenschaften. Eigenschaften, die sich auf deine Persönlichkeit und auch auf deine Arbeitswelt beziehen. Beispiele für Soft Skills nach deinem Au-pair-Abenteuer zum Beispiel sind Problemlösung, Führungspotenzial und Teamwork. Wahrscheinlich hast du während deiner Au-pair-Zeit mehrere Hard- und Soft Skills erlernt. Denk darüber nach und erläutere sie in deiner Beschreibung deines Au-pair-Jahres. Der letzte Punkt: Aktualisiere dein LinkedIn-Profil. Die meisten Arbeitgeber suchen online nach neuen Mitarbeitern. Zum Beispiel auf LinkedIn. LinkedIn ist quasi wie deine Online-Visitenkarte. Daher ist es ratsam, dein Profil immer ständig zu aktualisieren und zu gestalten. Dazu gehört auch natürlich, wie in deinem Lebenslauf genauso, deine Au-pair-Erfahrung, die du in deinem LinkedIn-Profil auf jeden Fall aufschreiben solltest. Achte natürlich darauf, dass du die richtigen Schlüsselwörter verwendest, wenn du dein Profil aktualisierst. Ebenfalls solltest du darauf achten, dass du alle nötigen, relevanten Informationen von deiner Au-pair-Zeit angibst, die genauso in deinem Lebenslauf stehen. Also auf gar keinen Fall da irgendwie noch was anderes Zusätzliches oder weniger oder ein anderes Datum schreiben. Pass bitte darauf auf, dass alles das Gleiche ist. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Tipps ein wenig helfen, wie du deine Au-pair-Erfahrung in deinen Lebenslauf integrieren kannst. Vielleicht hast du deine Erfahrung anders in deinen Lebenslauf integriert oder einen anderen Tipp, wie du es gemacht hast. Dann lass es gerne uns in den Kommentaren wissen, damit andere Au-pairs davon profitieren können. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen hoch da und abonniere auch gerne unseren Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!